Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ich ältere Menschen, Mitglieder unserer Gemeinde zum Geburtstag besuche oder anrufe und nach dem Wohlergehen frage, meinen viele mit Humor, na, wie es so in meinem Alter geht. Und die etwas Mutigeren erzählen dann auch von den gesundheitlichen Problemen. Die Augen sehen nicht mehr so genau, die Ohren hören nicht mehr all die Neuigkeiten, die am Tisch erzählt werden. Und es fällt schwer, im Gottesdienst mitzukommen und akustisch alles zu verstehen. Die Füße sind schwer geworden und die Beine wackelig. Die Knie tun weh, der Rücken auch. Man ist müder und kann nicht mehr all das machen, was man vorher mit Leichtigkeit getan hat. Das Altwerden und die körperlichen Einschränkungen, die es mit sich bringt, sind eine Realität, der niemand entrinnen kann. Eher oder später macht es einem zu schaffen. Und es ist wichtig, dass wir die Schwierigkeiten im Alter nicht ignorieren, sondern die Frustration und das Unwohlsein ernst nehmen und den Älteren helfen, sich anzupassen und zurechtzufinden. Heute sind wir eingeladen, über einen Text nachzudenken, der Ratschläge aus Erfahrung über das Älterwerden herausgibt. Er ist realistisch und beschreibt auch den Zerfall, der beim Älterwerden erlebt wird, ohne zu übertreiben oder zu beschönigen. Wir hören aus dem Prediger- oder auch Kohelet-Buch im 12. Kapitel die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Denk an deinen Gott, der dich geschaffen hat. Denk an ihn in deiner Jugend, bevor die Tage kommen, die so beschwerlich sind. Denn wenn du alt geworden bist, kommen die Jahre, die dir gar nicht gefallen werden. Dann wird sich die Sonne verfinstern, das Licht von Mond und Sternen schwinden. Dann werden die dunklen Wolken aufziehen, wie sie nach jedem Regen wiederkehren. Wenn der Mensch alt geworden ist, zittern die Wächter des Hauses und krümmen sich die starken Männer. Die Müllerinnen stellen die Arbeit ein, weil nur noch wenige übrig geblieben sind. Die Frauen, die durch die Fenster schauen, erkennen nur noch dunkle Schatten. Die beiden Türen, die zur Straße führen, werden auch schon geschlossen. Und das Geräusch der Mühle wird leiser, bis es in Vogelgezwitscher übergeht und der Gesang bald ganz verstummt. Wenn der Weg ansteigt, fürchtet man sich. Jedes Hindernis unterwegs bereitet Schrecken. Wenn schließlich der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich hinschleppt und die Frucht der Kaper aufplatzt, dann geht der Mensch in sein ewiges Haus und auf der Straße stimmt man die Totenklage an. Denk an deinen Gott, der dich geschaffen hat, bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug am Brunnen zerschellt und das Schöpfrad in den Schacht stürzt. Dann kehrt der Staub zur Erde zurück, aus dem der Mensch gemacht ist, und der Lebensatem kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Windhauch um Windhauch, sagte Kohelet,
alles vergeht und verweht. Gott segne an uns dieses Wort. Das Predigerbuch beginnt mit der Feststellung, dass alles und somit auch die Existenz des Menschen eitel bzw. vergänglich ist. Hevel steht dort im hebräischen Text, was auf sehr poetische Weise Windhauch, Luftzug, Täuschung, nichts bedeutet. Ja, der Prediger hat beobachtet, wie das Leben von einem Moment zum anderen vergeht. Er hat beobachtet, wie nichts für immer bleibt. Es ist nur für kurze Zeit am Leben und alles hat sein Ende. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir nun damit umgehen. Kohelet nennt sie in diesem Buch und hier gelangt er zu einer Art Schlussfolgerung mit einem sehr realistischen Blick. Nein, die Veränderungen, der Verfall und die Schwierigkeiten des Alters sollten nicht ignoriert werden. Man muss sich dessen bewusst sein, was da auf einen zukommt. Aber die Veränderungen müssen nicht mit Angst erwartet werden. Man muss nicht das Handtuch werfen, alles sofort aufgeben, wie man einen Luftzug, den Atem ausstößt. Einige Beobachtungen in diesem Text deuten das an. Der Prediger beschreibt auf sehr poetische und grafische Art und Weise die körperlichen Veränderungen, wie jeder Körperteil an Kraft verliert und die Funktionen nachlassen. Aber wenn das Nachlassen beschrieben wird, dann bedeutet das, dass die Körperteile vorher in der Jugend gut funktioniert haben und ein großes Potenzial beherbergen. Die Wächter des Hauses, die im Alter zittern, vermutlich sind die Arme gemeint, sind vorher stark, können schwere Sachen tragen und verteidigen. Die starken Männer, vermutlich die Beine, haben Kraft, um den Körper zu tragen. Und die Müllerinnen, wohl die Zähne, kauen gut, um zu ernähren, weil noch alle erhalten sind. Die Frauen, die aus dem Fenster schauen, die Augen sehen deutlich und klar, die Türen, die zur Straße führen, die Ohren hören und verstehen. Der Mund, hier mit dem Geräusch der Mühle beschrieben, ermöglicht die Kommunikation. In der Jugend fürchtet man noch keinen Anstieg auf dem Weg, weil man mit Leichtigkeit gehen kann und den Körper noch nicht so schwer fühlt. Man kann noch mit Geschmack genießen und der Körper, die goldene Schale, der Krug, befindet sich noch in einem guten Zustand. Und wenn Tage kommen werden, die beschwerlich sind, Jahre, die nicht gefallen werden, dann bedeutet das, dass es vorher noch möglich ist, zu genießen und ohne Schmerzen und Beschwerlichkeit zu leben. Wenn die Aufmerksamkeit nicht auf das Lebensende gelegt wird, sondern den Zustand davor, dann entdeckt man, dann öffnet sich ein Zeitfenster, das genutzt werden kann, wenn auch das Leben nur ein Lufthauch ist. Und dazu möchte Kohelet einladen. Er spricht zu den jungen Menschen, zu denen, die gerade ihr Leben beginnen. In mehreren Kapiteln wird dazu aufgerufen, das Leben zu genießen, denn nichts bleibt für immer, so auch der Körper. Nutze deine Gelegenheit, deine Kraft und Energie, genieße es, dass du Lust empfinden kannst und vieles schaffst, was später nicht mehr möglich sein wird.
Der Prediger macht aber nicht einfach eine Einladung, sich in Lust zergehen zu lassen oder sich und den Körper zu verschwenden. Denke an deinen Gott, der dich geschaffen hat. Denk an ihn in deiner Jugend. Auch wenn unser Leben uns ein Atemzug erscheint, dieser Lufthauch kommt nicht von irgendwoher, aus dem Nichts. Nein, er wurde von Gott geschaffen und er gehört zu Gott. Im hebräischen Original spricht Kohelet nicht von Gott, sondern von deinem Schöpfer. Er fordert also dazu auf, sich als von Gott geschaffen zu erkennen und somit auch mit Gott verbunden. So erwähnt er in Vers 7, und der Lebensatem bzw. der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Obwohl der Prediger noch nicht eine Vorstellung vom ewigen Leben kennt oder entwickelt, nimmt er das menschliche Leben als etwas wahr, was mit dem, was über uns hinausgeht, was man auf der Erde erlebt, verbunden ist. Wir kommen von dem, was sich nicht verändert, was nicht verkommt und sich nicht verschleißt. Und wir gehen zu dieser immer fortwährenden ewigen Dimension zurück. Wir werden von ihr aufgenommen. Hier interpretiere ich natürlich von der christlichen Sichtweise beeinflusst. Aber ich finde, es ist ein unheimlich tröstlicher und motivierender Gedanke. Wenn ich diese Beziehung zum Schöpfer schon zum Beginn meines Lebens aufbaue, wenn ich mein Leben in einem Großen und Ganzen, was stabil bleibt, eingewebt wahrnehme, dann muss ich keine Veränderungen befürchten und Angst vor beschwerlichen Tagen haben. Dann bereitet es auch mir keine Sorgen, dass mein irdisches Leben dahin gehen wird. Ich kann Sicherheit und Halt in Gott erfahren. Und es tut mir auch weniger weh, wenn ich nicht mehr meinem Körper vertrauen kann, in meine Kraft, in meine Fähigkeiten der Jugend und dem, was ich bin. Denn ich vertraue schließlich ganz auf Gott. Wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann hat mein Leben auf der Erde einen Sinn, den mir der Geber des Lebens zuschreibt, auch wenn mein Leben kurz ist und sich verändert. Und dann kann ich den Lebensplan im Laufe der Zeit entdecken, wenn ich mich eben nahe bei dieser Lebensquelle halte. Diese Sichtweise motiviert mich, die körperliche Kraft in der Jugend sinnvoll und bedacht zu nutzen, um anderen zu helfen, um meine Umgebung zu bereichern. Und ich möchte einen letzten Aspekt nennen, der sich für mich aus der Selbstwahrnehmung als von Gott geschaffenes Wesen ergibt. Wenn ich Geschöpf Gottes bin, dann ist auch das, was mich umgibt, von Gott geschaffen und es verdient, mit Würde und Umsicht behandelt zu werden. So ist das Gefallenhaben, das Lustempfinden, das Genießen und das Nutzen von dem, der
Prediger spricht, kein egoistischer Akt der Verschwendung, der beschädigt oder gar zerstört, sondern ein Genießen, ein Nutzen, was wertschätzt, was entdeckt und über die von der göttlichen Hand geschaffenen Schönheit der Schöpfung staunt. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, ja, diese Worte richten sich an die jungen Menschen. Und ich hoffe heute sehr, dass sie auch junge Menschen erreichen. Vielleicht können sie, könnt ihr, kannst du, die ihr heute diese Worte hört, mit euren Kindern und Enkelkindern reden. Denn für das Wohlergehen der Jugend, dem Schutz aller und der Schöpfung, müssen wir Worte und Motivation finden, damit eben jeder diese persönliche Beziehung zu Gott entwickelt und pflegen kann. Ich empfinde das gerade in dieser Zeit als eine unheimlich große Herausforderung. Zeit für Gott finden, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Nicht in Arbeit und Mühsal und Pflicht versinken. Es zu genießen, dass ich ein von Gott geschaffenes Wesen bin. Das wünsche ich den jungen Menschen, den Jugendlichen unserer Gemeinde so sehr. Das möchte ich euch anbefehlen und euch einladen, es auch hier gemeinsam in unserer Gemeinde zu tun. Und falls ihr, die Jungen wie auch Älteren, Ideen habt, wie wir als Kirche, wie ich als Pfarrerin die Jugendlichen, die jungen Menschen ansprechen und motivieren kann, bin ich dankbar für Nachrichten und Kommentare. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.